Moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2017, LS17 oder auch Farming Simulator 2017 hier auf der PlayStation 4. Ich darf euch recht herzlich zurück begrüßen zu einer weiteren kleineren Gerätevorstellung, nenne ich es jetzt mal. Und zwar, ich gehe direkt mal in den Shop rein. Ich kriege immer mal die Frage, hör mal, was ist eigentlich bei diesem Förderbandsystem, dieses Grimme RH24-60, was mache ich damit? Da fragen sich echt viele Leute, ja, was tut dieses Teil überhaupt? Und da habe ich mir einfach gedacht, wir machen jetzt mal eine kleine Gerätevorstellung, damit ich die Leute, die es noch nicht wissen, endlich mal aufgeklärt bekomme, weil ich auch öfters mal sage, wie geht das eigentlich, ne? Deswegen diese kleine feine Vorstellung hier zu diesem RH24-60 findet ihr unter Förderbandsystem, ist kein Mod, gibt es direkt im Spiel. Und wie ihr unten schon in der Beschreibung sehen könnt, also erstmal das Gerät, der Gerät kostet 19.000 Euro und hat einen Vorratstank von 16.000 Liter. Und dann fragt man sich erstmal, ja, das ist doch ein Förderband, warum ein Vorratstank von 16.000 Liter? Naja, unten steht, Kartoffeln oder Zuckerrüben werden mit dieser Maschine in Paletten für den Verkauf gepackt oder auf Förderbänder verladen. Dieses Ding ist eigentlich richtig cool. Ich finde das genial. Ist für Kartoffeln und für Zuckerrüben gedacht und es gibt zweierlei Funktionen, was mit diesem Gerät angeht. Ich versuche jetzt mal beide zu zeigen. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich es schaffe, aber ich werde es mal versuchen. Ich habe hier auf unserer Map Lostberg ein bisschen was vorbereitet. Wir hatten nämlich hier ja noch jede Menge Zuckerrüben rumfliegen. Und habe ich hier die zwei Förderbänder positioniert und hier befindet sich das RH24-60. So, hier könnt ihr hier vorne schon sehen, das ist dieser Vorratstank mit 16.000 Liter. Hier werden die Zuckerrüben eingefüllt, passen 16.000 Liter rein, dann hört automatisch das Förderband auf zu laufen. Das ist dazu. Und dann gibt es hier diese Förderbandsysteme, was ich sehr, sehr gut finde. Und dann haben wir hier nach rechts raus den Ausfüller. So, jetzt habt ihr die Möglichkeit über über R1 und Dreieck könnt ihr die Palettenausgabe ein- und ausschalten. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Dafür müsst ihr das Gerät aber dranhängen an einen Traktor. Es ist nicht besteigbar und selbstfahrend. Also ihr könnt es nur mit einem Traktor bewegen. So, ganz kurz einmal das Hilfefenster an. Wie gesagt, R1 drücken, dann steht da Palettenerstellung ausschalten bzw. einschalten. So. Wir machen jetzt erstmal die Palettenerstellung einschalten. Dadurch habt ihr dann das Seitenförderband aktiviert. Es wird automatisch eine Palette hier bereitgestellt an der Seite. Und diese wird dann über das Förderband befüllt, wie ihr sehen könnt. So, das wäre dann diese Palette. Diese Palette ist jetzt voll mit Zuckerrüben. Ich mache mal wieder das Hilfefenster aus. Und die könnt ihr dann wunderbar auf euren Hänger laden. Für die, die Spaß daran haben, finde ich das eigentlich eine sehr lustige Sache, ein paar Paletten abzupacken, die dann zu beladen und dann zum Verkauf zu bringen. Ist natürlich um einiges komplizierter, da es nicht einfach nur mit einem Hänger ist. So, ihr packt euch in dem Sinne diese Palette und dann seht ihr, wird eine neue Palette automatisch bereitgestellt und das Beladen geht wieder los. Jetzt wird die Palette mit Zuckerrüben voll gemacht. Das Förderband hier hinten fördert automatisch nach. Das kommt hier oben hin über das Förderbandsystem in diese Palettenbox hinein. So, jetzt könnt ihr euch die Palettenbox nämlich nehmen. Und dann hier, zack, auf den Hänger drauf. Zack, drauf, wieder hin. So, nächste Palette ist voll. Wieder gepackt. Na los, gepackt. Ah, ist nicht immer so einfach. So. Einmal gepackt, wieder weg damit. Dann kommt automatisch die nächste Palette hin. Ihr könnt die hier auch auf den Hänger drauf tun. Zack, abgeladen. Spanngurt drum. Palette festgezurrt. Ihr könnt damit rumfahren, ohne dass was runterfällt. Fahrt wieder ran und nehmt euch die nächste Palette auf, sobald diese jetzt voll ist. Das geht eigentlich schruckizucki. So, voll. In eine Palettenbox passen 2000 Liter Zuckerrüben rein. Und
ich sag mal, das ist eine Sache für Leute, die da Spaß dran haben, ein bisschen was mit Paletten aufzuladen und zu tun und die wegzufahren. Es geht natürlich wesentlich schneller, einfach mit dem Fördermannsystem die losen Zuckerrüben in einen Hänger laufen zu lassen und gut ist. Naja, das ist natürlich die schnellste Variante, das ist aber ja auch wohl klar, ne? Aber ich muss sagen, ich finde, das ist eine doch sehr lustige Sache, ein tolles Goodie. Und wie gesagt, deswegen fragen sich auch viele, ja, was ist das überhaupt? Und mit diesem kleinen Infovideo dachte ich mir einfach, ich erkläre es euch mal, dass ihr darüber Bescheid wisst. So, Palette wieder abgestellt, fertig, zack, Spanngurt drum, gut ist. Das ist diese ganze Funktion dieser wunderschönen Grimm RH24-60. So, jetzt hättet ihr aber noch die zusätzliche Möglichkeit. Ich fahre den mal kurz vom Förderband weg. So, es gibt zu viele Paletten. Bitte verkaufe erst einige. Ist ja lustig. Es gibt auch in Paletten einen Begrenzer. So. R1 und dann Palettenerstellung ausschalten. So, dann hättet ihr jetzt noch zusätzlich die Möglichkeit, wenn ich das noch richtig hinbekomme, es auch nicht in Paletten umzufüllen, sondern es quasi als Fördermittel zu nutzen. Ich hoffe, ich kriege das noch richtig hin. Muss nämlich manchmal selbst noch überlegen, weil ich bin auch ehrlich, ich habe das noch nie gemacht. So, ich muss das mal kurz da so abladen. Wir müssen mal gucken, ob ich das noch hinbekomme. Ja, bekomme ich. So, ihr habt nämlich, wie ihr seht, doch zusätzlich die Möglichkeit, es als Fördermittel für die Zuckerrüben zu benutzen. Ihr habt ja die Möglichkeiten über die Förderbandsysteme zu sagen, ja, entweder ich mache das so, dass ich es irgendwo hinkippe, dann mit dem Kleinen hier aufnehme. Das Kleine fördert es auf das Große und das transportiert es dann auf einen großen Haufen. Die Möglichkeit habt ihr. Oder ihr macht es halt wirklich über dieses Förderband hier. Ist in der Anschaffung natürlich ein bisschen teurer, das kostet 5, das kostet 19. Aber ihr könnt es auch als weiteres Transportmittel für die Förderbänder benutzen. Das heißt, na, das kann ich jetzt nicht direkt sagen. Ihr müsstet euch jetzt das so vorstellen, ihr packt euch, kann ich das kurz zeigen? Nee, hab jetzt leider nichts hier. Ihr hättet jetzt einen Hänger voll Zuckerrüben. Und diesen Hänger fahrt ihr einfach hier rückwärts dran und kippt den hier rein. Das registriert er. Der kippt das dann wirklich in dieses Förderband hinein, also in diesen Bunker. Und wenn ihr dann hier sagt, überall abladen, bemerkt ihr, fördert er jetzt die Zuckerrüben nach oben. Gibt es auch an der Seite raus, wo auch die Paletten quasi rauskommen würden, und fördert es auf das Förderband, und das Förderband fördert es dann weiter quasi auf unseren Haufen, den wir hier herstellen wollen. Und da muss ich sagen, das finde ich richtig, richtig cool. Das ist eine richtig geile Sache, um nicht dieses kleine Förderband zu nehmen, sondern mit dem großen und da einfach direkt komplett den Hänger hinzukippen. Warum denn nicht? Wir müssen ja nicht mit dem Hänger irgendwo hinkippen und dann mit diesem kleinen Förderband das aufnehmen. Das wäre doch eigentlich, ich bin mal ehrlich, total schwachsinnig, oder? Und deswegen denkt man sich, ja, warum denn nicht? Machen wir es doch auf diese Art und Weise. So, und dann hättet ihr jetzt quasi die Möglichkeit, ich mache das jetzt mal noch schnell, weil ihr es seid, liebe Leute, so, die weg. Die Schaufel dran, in einem wunderschönen Rot. Ja gut, jetzt haben wir leider nur den großen hier, aber das ist nicht schlimm. Das machen wir kurz mit dem großen. So, im Großen funktioniert das nämlich auf jeden Fall auch. Muss ich kurz die Tür aufmachen. Jojojojojo, was ist denn hier los? Steht hier so viel Kram rum. Hör mal, ich muss hier arbeiten. Uiuiui, hier auf Lostberg ist wieder was los. Da sieht man manchmal doch, der Hof ist noch ein bisschen zu klein. So, ich hoffe, das passt jetzt alles platzmäßig. Ist natürlich jetzt sehr eng hier. Aber ihr seht selbst, das dauert schon so seine Zeit. Das sind 16.000 Liter, wie lange die jetzt brauchen.
um da reinzugehen oder darüber transportiert zu werden. Das dauert schon so seine Zeit. So, ihr müsst euch jetzt das so vorstellen, ihr hättet jetzt hier den Hänger voll mit Zuckerrüben. Na, wenigstens haut es höhenmäßig noch hin. Das wäre es noch gewesen. Ich mache den mal ganz kurz ein bisschen voll. Tun wir mal zwei Schaufeln rein. Ihr seid jetzt auf dem Feld und ja, bringt die Zuckerrüben rein und denkt euch dann einfach so, ja, ich möchte jetzt nicht zu diesem kleinen Förderband, weil ihr bemerkt auch, ich denke mal, das habt ihr auch schon bemerkt, dieses kleine Förderband hat manchmal so seine Probleme, was das Weiterfördern angeht, weil wenn vor dem Förderband ein großer Haufen entsteht, dann pumpt sich das so langsam nach oben und macht rundherum nicht komplett sauber. Das ist euch sicherlich auch schon mal aufgefallen. Und das ist halt der Vorteil an dieser Grim, dass ihr hier einfach den Hänger nehmen könnt. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, der ist rappelvoll. Und dann fahrt ihr hier, ich zoome mal was raus für euch, dann fahrt ihr hier einfach so rückwärts dran. So. Und dann kommt unten rechts, wie ihr seht, das Abladesymbol. So, ich fahre mal vor. Schaut, jetzt ist es weg. Jetzt fahre ich wieder ein Stück zurück und da ist das Abladesymbol. So, jetzt schnell abladen. Zack. Oh, jetzt war ich zu langsam. Moment, da. Der hat das einfach da reingekippt. Der fördert weiter. Der fördert auf das große. Und das große Förderband transportiert es hier rüber. Leute, ist das geil oder ist das geil? Ich finde diese Art und Technik von Förderbandsystemen richtig, richtig spannend. Mir macht es einerseits Spaß, Paletten zu beladen. Das ist zwar viel Arbeit und das auf den Hänger und dann wegfahren, klar, das geht mit dem Hänger schneller, einfach reingekippt, gut ist. Aber ich finde diese Technik richtig geil. Wenn ihr wirklich einen vollen Hänger habt und einen riesen Berg kaufen wollt, ohne dass ihr aufschieben müsst, weil mit so einem Förderband müsst ihr nicht aufschieben. Da könnt ihr das immer weiter laufen lassen. Da hätten wir uns nämlich hier dieses Aufschieben sparen können. Das hätten wir einfach mit dem Förderband gemacht. Könnt ihr einfach hier in den 24-60 reinkippen, der fördert es auf ein großes Förderband oder ihr baut halt noch eine Verlängerung dazwischen und der fördert das dann weiter auf unseren riesengroßen Zuckerrübenhaufen. Ich finde das Ding richtig geil. Und jetzt hoffe ich, Leute, wisst ihr endlich, was dieses Förderband für eine Funktion hat. Ist für Zuckerrüben und auch Kartoffeln geeignet. Also Kartoffeln könnt ihr auch in Paletten abpacken oder halt über die Förderbänder auf einen Haufen fördern. Ist beides das gleiche. Und ich muss sagen, ich finde das richtig, richtig geil. Und wenn ihr das auch geil findet, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Damit würdet ihr mich riesig unterstützen. Alles weitere findet ihr in meiner Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat dieses Infovideo geholfen und auch gefallen. Ich wünsche euch allen noch eine restliche schöne Zeit. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Livestream oder auch in der nächsten Aufzeichnung. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.